Die 46-jährige Margot N. lebt im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Sie wohnt alleine und hat nur wenige Bekannte. In einer Nacht im Mai 1995 trifft sie jedoch einen Mann. Mit schrecklichen Folgen. Auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann hat sich mit dem Verbrechen befasst. Ralf Döbele ist Journalist und Aktenzeichen XY-Experte. Er kennt den Fall gut. Täter und Opfer waren in diesem Fall mehr oder weniger durch Zufall aufeinander getroffen. Es bestand also keine Beziehung zwischen den beiden vor der Tat. Solche Fälle sind für die Kripo immer besonders schwer aufzuklären. So kam es dazu, dass auch in diesem Fall ein Täter wieder über eine weitere Frau herfallen musste, bevor der Fall geklärt werden konnte. Am 17. Mai 1995 wird im Ludwigshafener Polizeipräsidium der Ausweis einer Frau abgegeben. Ein Mann gibt an, er habe den Personalausweis vor der Sparkasse in Ludwigshafen gefunden. Die Frau, der Ausweis gehört, ist Margot N. Sie ist in der Nacht auf den 16. Mai zum letzten Mal gesehen worden. Einige Tage später hat ein Bekannter von Margot N. ein ungutes Gefühl, weil er die Frau eine Woche lang nicht erreicht hat. Damals wohnte Margot N. hier in diesem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim. Als der Bekannte nach ihr sehen will, öffnet sie nicht die Tür. Die alarmierte Polizei findet die Frau schließlich tot in ihrem Schlafzimmer. Sie wurde umgebracht. Margot N. lag nackt auf dem Bett. Sie war durch mehrere Messerstiche getötet worden. Neben der Leiche lag das Tatmesser. Im Bad wurde außerdem ein blutbeflecktes Nudelholz gefunden. Beide diese Gegenstände stammten aus dem Haushalt der Getöteten. Im Flur lag außerdem eine zerschmetterte Wasserflasche. In der Wohnung wurde dann auch eine Weinflasche gefunden mit einem Preisetikett von einer Tankstelle. Der Bekannte von Margot N., der die Polizei alarmierte, wird schnell zum wichtigsten Zeugen. Er erzählt den Beamten, warum er sich Sorgen um die Frau gemacht hat. Margot war halt ziemlich arm dran. Ich meine, nicht nur finanziell. Sondern? Ja, überhaupt, ihr ganzes Leben war irgendwie verkorkst. Geschieden, seit Jahren arbeitslos, kaum noch Kontakt zur Familie und furchtbar einsam. Deshalb soll Margot N. ab und zu Männerbekanntschaften von Kneipentouren mit nach Hause gebracht haben. Und zwar lediglich zum Trinken und Reden. Schnell geht die Polizei davon aus, dass einer dieser Männer der Täter gewesen sein muss. Denn auch am letzten Abend ihres Lebens war Margot N. in Ludwigshafen unterwegs, nachdem sie zunächst mit ihrem Bekannten und seinem Nachbarn etwas getrunken hatte. Margot N. hatte in dieser Nacht das Lokal Wickhühler Schenke besucht in der Ludwigshafener Innenstadt. Das Lokal lag damals zwischen der Ein- und der Ausfahrt dieses Parkhauses hinter mir in der Dammstraße. Möglicherweise hatte Margot N. hier ihren Mörder kennengelernt, vielleicht aber auch davor oder danach. Heute ist in der früheren Wickhühler Schenke ein anderes Lokal. Niemand kann zunächst eine Aussage über den letzten Begleiter von Margot N. machen. Erst im Stadtteil Oggersheim, in dem die getötete Frau lebte, ist sie wieder in Begleitung eines Unbekannten aufgefallen. Unweit der damaligen Wohnung von Margot N. befindet sich diese Tankstelle. Um 4.41 Uhr kaufte ein unbekannter Mann hier Getränke für Margot N., die sich im Hintergrund aufhielt, eine Wasserflasche und eine Weinflasche. Diese Beobachtung war für die Kripo besonders wichtig, denn sie passte zu den Angaben des Bekannten, der ausgesagt hatte, dass Margot N. ihre Begleiter immer noch hierher zur Tankstelle brachte. Sie mussten dort Getränke kaufen, bevor sie mit ihr nach Hause gingen. Mit Hilfe dieser Aussage und den Spuren am Tatort kann die Kripo Ludwigshafen einen möglichen Tatablauf rekonstruieren. Margot N. und ihr Begleiter mussten gegen 5 Uhr morgens hier in ihrer Wohnung eingetroffen sein. Wahrscheinlich trank man erst noch gemeinsam miteinander. Die Kripo spekulierte dann, dass Margot N. die sexuellen Avancen ihres Begleiters abgelehnt hatte. Der musste darauf in Rage geraten sein, folgte ihr ins Bad, schlug sie dort mit dem Nudelholz nieder, trieb sie ins Schlafzimmer. Dort tötete er sie dann mit 17 Messerstichen. Feststand, es hatte Geschlechtsverkehr stattgefunden, allerdings konnte nicht mehr festgestellt werden, ob das vor ihrem Tod oder nach ihrem Tod geschehen war. Der Täter durchsuchte die ganze Wohnung, fand aber kaum etwas Wertvolles. Er nahm schließlich das Telefon aus dem Besitz der Frau mit und er nahm auch die Wohnungsschlüssel mit. Doch wer ist der Mann, der das Verbrechen an Margot N. am frühen Morgen des 16. Mai 1995 begangen hat?
Mithilfe der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst soll Licht ins Dunkel gebracht werden. Dabei spielt auch der Wohnort des Opfers eine Rolle. Tatort im nächsten Fall Ockersheim. Berühmtheit erlangte dieser Ludwigshafener Stadtteil, Sie wissen es sicher, als Wohnsitz des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Zu seinen unmittelbaren Nachbarn zählen industrielle und Wirtschaftsbosse. Natürlich gibt es hier aber auch Wohnungen für weniger gut betuchte Mitbürger. Im Fokus der Ausstrahlung standen auch die zeitlichen Lücken, die es für den Ablauf des letzten Abends im Leben von Margot N. gab. Also sie war gesehen worden zwischen Mitternacht und 3.45 Uhr, zwischen 22 Uhr und Mitternacht und zwischen 3.45 Uhr und 4.41 Uhr war sie aber nicht gesehen worden. Also stellte Eduard Zimmermann die Frage, hatte irgendjemand die Frau zu dieser Zeit noch lebend gesehen? Außerdem werden während der TV-Ausstrahlung das verschwundene Telefon und der gestohlene Schlüssel von Margot N. gezeigt. Die Resonanz auf die XY-Sendung war eher mau. Am Sendeabend gingen lediglich etwa 15 Hinweise ein. Immerhin konnte so der Finder des Ausweises ermittelt werden. Der meldete sich nach der Ausstrahlung. Es fanden sich auch noch weitere Zeugen, die Margot N. in den besagten Zeiträumen gesehen hatten. Zur Aufklärung des Falls führte dies aber nicht. Zumindest ist nun klar, der Mann, der den Ausweis bei der Polizei abgegeben hatte, hat definitiv nichts mit der Tat zu tun. Der Mordfall Margot N. wird zum Cold Case. Aber nur 1,5 Jahre lang. Im Juni 1998 konnte die Kripo einen Mann festnehmen, der versucht hatte, eine junge Frau zu vergewaltigen. Dabei handelte es sich um den 25 Jahre alten Sascha B. Er stammte aus Ludwigshafen. Nach der Festnahme wurden auch seine Fingerabdrücke abgeglichen mit dem Computerprogramm AFIS. Es kam zu einem Treffer. Die Abdrücke passten zu Spuren, die in der Wohnung von Margot N. sichergestellt worden waren. Sascha B. gibt bei der Polizei zu, dass er Margot N. bei einem Kneipenbummel in der damaligen Wiküler Schenke kennengelernt hatte. Danach sei er mit ihr in der Tatnacht erst zu der Tankstelle gegangen, um am Spätschalter etwas zu trinken zu kaufen und dann zu Margot N. in die Wohnung. Sascha B. sagte später aus, dass er sich in der Wohnung von Margot N. nicht mehr beachtet gefühlt hatte, sowohl was Zärtlichkeiten betraf, als auch als Gesprächspartner. Dies habe ihn so wütend gemacht, dass er zunächst zum Kabel des Telefons griff, die Frau würgte, danach schlug er auf sie ein, mutmaßlich mit der Wasserflasche und oder mit dem Nudelholz. Danach verlagerte sich die Tat ins Schlafzimmer und Sascha B. stach mehrfach auf die Frau ein, in Brust und Hals. Sascha B. hatte diese Tat unbekleidet begangen. Im Anschluss duschte er, um das Blut abzuwaschen. Außerdem drehte er in der Wohnung sämtliche Heizkörper auf und stellte selbst das Bügeleisen an, um den Verwesungsprozess der Leiche zu beschleunigen. 1999, 4 Jahre nach dem Mord an Margot N., verurteilt das Landgericht Frankenthal Sascha B. zu lebenslanger Haft. Er trat diese Haftstrafe in der Haftanstalt Dietz an. 17 Jahre später befand er sich im Frühsommer 2016 auf einem Freigang, den er zur Flucht nutzte. 8 Wochen lang wurde nach ihm gefahndet, dann konnte die Polizei ihn in Belgien erneut festnehmen. Der Mord an der 46-jährigen Margot N. aus Ludwigshafen. Eine Männerbekanntschaft wurde der alleinstehenden Frau zum Verhängnis.